Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command and Conquer, der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der Nod. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren aber letztes Mal in dieser hässlichen vierten Mission, haben das aber geschafft und ja, würde ich sagen, gehen wir direkt in Mission 5 am Boden. Nach Westafrika. Alles klar. Bevor man wirklich die Zukunft formen kann, muss man erst einmal die Vergangenheit beherrschen. Lerne unsere Geschichte, denn sie ist auch die deine. Kane will, dass du das hier kennst. Zugriff auf Archiv der Bruderschaft. Die Bruderschaft strebt eine Welt voll Frieden, Eintracht und Brüderlichkeit an. Die Bruderschaft formt sich selbst in den unscheinbarsten Ecken und bringt auch den Ländern Frieden und Einheit, die von den Weltmächten sonst vernachlässigt und ausgenutzt werden. Tiberium kündigt den Beginn einer neuen Ära an. Die Bruderschaft heißt dieses neue Zeitalter willkommen und erntet Tiberium, auf das unser gemeinsamer Glaube noch weiter hinausgetragen werde in die Welt. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Ich bringe gute Nachrichten. Bei einer unserer Führungskonferenzen erwähnte ich Kane gegenüber deine Leistungen. Er ist irgendwie beeindruckt und gespannt darauf, wie du deinen nächsten Auftrag anpackst. Kane will Niger und sein bester Kommandeur zieht in Algerien Truppen für einen Angriff zusammen. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass keine Epsilon-Jäger der GDI diesen Aufmarsch stören. Du wirst Flarak-Batterien mit Bodenluftraketen errichten und danach den GDI-Stützpunkt vernichten. Kane ist aufmerksam geworden und beobachtet dich. Blamier mich jetzt nicht. Keine Sorge, Seth, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Putz. Oh, wir haben unseren ersten Gummipanzer. Faust von Nod, sehr schön, Leute. Ach, geil, wir haben unseren ersten Gummipanzer. Jawohl, Leute. Ach, herrlich. So, wir können eine Basis bauen. Okay, gut. Ja, Leute, wie gesagt, wir haben ja eben mal so ein bisschen die Geschichte von der Nod kennengelernt. Die sehen sich quasi so als, ja, so eine kleine Splittergruppe und irgendwie denken alle, das wären Terroristen. Ziemlich interessant und, ja, wir sollen jetzt hier Flachs aufbauen. Bekommen es das erste Mal mit dem alliierten Luftangriff zu tun. Ach, ich sag immer Alliierten, ne? Die mit dem GDI Luftangriff zu tun hier. So, dann würde ich mal sagen, wir könnten ein Flugfeld bauen, Leute. Flugfeld, das ist noch eine Besonderheit hier bei der Bruderschaft. Hier in Command & Conquer 1 ist es so, Flugfelder sind für Panzer. Tatsächlich, um die Panzer zu bauen. Und nicht für Flugzeuge. Ja, lass den mal sich bewegen. Den Schützen. Der wird dann gleich so sterben. Durch das Tiberium, ja. Dankeschön, lieber Schütze, dass du so blöd bist. So, Leute. Oh, nicht ganz. Okay, nicht ganz. Ja gut, dann. Pff, dann so. Und ja, das ist im Prinzip die Geschichte zur Bruderschaft hier. Genau, die haben sich ja gebildet. Nachdem die Sowjets ja gewonnen haben, ne, in Alarmstufe Rot. Nachdem die ja Stalin gekillt haben und der Kane war ja da die ganze Zeit im Hintergrund unterwegs. Und ja, es ist verdammt interessant, wie das noch so verknüpft wurde. Ja, da ist ein Dorf, okay. Gut, da wir in dieser Mission das erste Mal Panzer bauen können, werde ich die Mannequin-Produktion jetzt vernachlässigen. So, mach die mal platt da. So ist das Gebäude hier. So. Aber fahr du mal außerhalb der Reichweite da. So. Gut, liebe Leute. Wir können unsere Panzerfabrik bauen. Schaut euch die an. Das ist tatsächlich ein Flugfeld. Und, ja, bin ich gekommen. Und, ihr seht, Gummipanzer. Jawohl, Leute, Gummipanzer. Das ist richtig gut, Leute, Gummipanzer. Kosten hier 600. Kampfbuggy und Nod-Mods, also die Motorräder, die brauche ich aber nicht. Einmal die Mannequin, dann können wir hier die Flachs bauen, Leute. Flarak-Stellung. Würde ich sagen, mache ich das einfach mal so, Leute. Dann würde ich sagen, baue ich gleich unsere Gummipanzer. Sehr schön, Leute. So, jetzt. Wir haben wieder kein Geld. Okay, das ist schlecht. Das ist echt schlecht, Leute. So, zack, dann nochmal hier. Hier sind ja so Buschhütten, ne? Das ist irgendwie witzig. So, ja gut. Ah, wir haben unsere Gummipanzer. Geil. Ach du Heilige. Ja, das war ein Luftangriff. Ich werde vielleicht doch noch das ein oder andere Nod bauen und vielleicht noch eine Raffinerie, ne? Das geht mir ein bisschen zu langsam hier mit der Kohle. Ja, lass mal die Gummipanzer bleiben. Ah, bauen wir eine Raffinerie. So. Dann hier, zack. Putz, putz. Tiberium hier ist nämlich meistens begrenzt. Tatsächlich. In der ersten Mission noch. Es gibt noch so Quellen. Da kann man das, wie gesagt, nach wie vor unbegrenzt sammeln, aber so. So, Leute, meine Gummipanzer. Die sind ganz schön langsam hier. Aber gut, Leute, wir haben Gummipanzer. Sehr schön. Geil. Die habe ich doch vermisst, diese Gummipanzer. So, würde ich sagen. No mercy. Mercy is for the weak. Ja, ganz genau. Gibt es hier eigentlich auch Kisten, Leute? Das frage ich mich gerade. Gibt es hier Geldkisten? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. So, wir haben hier unsere erste Flakstellung. Die sehen hier so aus. Auch verdammt interessant. Reicht das? Oh, das reicht. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Gut, dann sammelt du mal da ein. Und dann zack. Sehr schön, Leute, aber ich werde nur eine Flakstellung bauen. Weil die nichts bringen gegen die Luftangriffe, das ist einfach so. Die bringen nichts. Ich brauche einfach weiter Gummipanzer hier. Und ja, mach mit dem einen jetzt noch die Trader Ted's platt hier. Und Gummipanzer einfach überfahren. Einfach drüber fahren. So, die Gummipanzer, ja, ja. Gute alte Gummipanzer. Jawohl. So, liebe Leute. Weiter geht's. Die sind nur echt sehr langsam hier, muss ich sagen. Die Gummipanzer, aber gut. Aber gut. Ach nee, das war so, dass das Motorrad die schnellste Einheit hier ist, ne? Nicht die Jeeps. Ja, ich verstehe schon. Ja. So, schieß mal einmal auf den Sammler. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er nämlich angeschissen. Jetzt kommt er angeschissen, wo ich einmal auf den Sammler geballert habe. Schaut euch das an. Ja, oder? Nö, eigentlich nicht. Und was? Kein Geld. Na, schade. Gut, egal, dann fahren wir da oben rein, weil ich glaube, das ist die Basis von dem. Ah, weitere Gummipanzer hier. Ah. Zack und so. Ja, genau, seht ihr? Da sind Gummipanzer. Ach, da ist die Basis von dem. Ja. Okay. Gut, Leute. Sammel doch mal hier vorne, Mensch. So, da ist noch eine Gummipanzer. Was macht ihr da? Was versucht ihr da? Ah, Luftangriff. Seht ihr, da bringt eine Flak nichts. Die Flaks, die bringen nichts dagegen. Das ist einfach so. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen. Wieder das Motorrad und... da sind zwei Jeeps, ne? Das ist schon eklig hier, muss ich sagen. So, aber da ist noch ein Erzfeld. Ach, Erzfeld sag ich schon. Tiberiumfeld. Und ja, liebe Leute, da freue ich mich, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Guten alten Command and Conquer Remastered. Wie wir hier versuchen, die GDI platt zu machen. Ja, die treffen wieder nicht, ne? Ah, das ist immer so. Okay, Leute. Oh, was hat er denn? Da war wieder ein Luftangriff oder was? Nee. Mit dem Panzer. Was versucht dann da? Okay. Interessant. So. Dann macht die platt. Ich baue einfach weiter meine Gummipanzer hier. So. Ja, Verstärkungen sind eingetroffen. Das heißt einfach, dass ein Panzer da ist. Gut. Macht diesen Panzer da platt, oder? Oh! Da hat er einiges an Miniken und fahr die platt. Einfach platt fahren. So. Oh, da hat er einen Panzer, okay. Ja, komm, Gummipanzer, den macht er schon. Sehr schön. Schöne Gummipanzerarmee. Jawohl. Das ist richtig cool. Schön, dass wir hier auch noch so die ein oder andere Einheit haben, die wir noch kennen. Ne, aus dem Alarmstufe Rot. Oh, was ist denn hier? Oh. Schaut mal, wir können hier Schaden machen. Schaut mal, da ist die, so sieht die Waffenfabrik der Alliierten. Der Nod aus. Der GDI aus. Sorry. Ah, ich muss mich noch mit den ganzen Begrifflichkeiten hier vertrauen. Nur sieht doch schon gut aus. Schöne Gummipanzerarmee hier. So, dann. Ja, komm, dann. Ach, dann überfahrt die doch einfach. Was ist denn da das Problem? So. Alles klar, Leute. Dann. Schöne Gummipanzerarmee hier. Ja, okay, gut. Daran muss ich mich gewöhnen, dass die Gummipanzer so langsam sind. Aber gut. Nicht schlimm. Es sind immer noch Gummipanzer. So. Ah, ich kann die Spielgeschwindigkeit auch wieder ein bisschen hoch machen. Ne? Stimmt eigentlich. So. Und überfahr die einfach. So. Kann man hier eigentlich auch sehr schnell machen, die Spielgeschwindigkeit? Nö. Das bringt wieder nichts. Ja gut, egal. Alles klar, liebe Leute, dann. Der versucht seinen Panzer wieder, seinen Sammler wieder zu eskortieren hier. Das lasse ich nicht zu. Ich nehme jetzt meine Gummipanzer und fahre dahin. So. Faust von Nod. Ja. Okay. Da seht ihr es, ne? Die haben die viel größeren Panzer. Deshalb ist das Alliiertenarsenal, was wir hier haben, wirklich. Also von Alarmstufe Rot, das Alliiertenarsenal. Ja, Luftangriff. So, Leute. Meine Gummipanzerarmee, die machen das schon. Da macht diesen Sammler da im Arsch. Ach, schade. Gut, egal. Gummipanzer, ihr schafft das. Hey. Was macht ihr da schon wieder? So. Gummipanzer. So, zack. Was zur... Ah, okay. Lauf mal durchs Tiberium, Typ. Und putz. Weg damit. So, zack. Das war ein Sammler. Ha, geil. Leute, geil, geil, geil. So. Dann würde ich sagen, überfahrt die einfach. Geldmittel, ja, ja. Kein Geld mehr. So, dann würde ich sagen, mach mal die Platte, los. Gummipanzer. Und fahr einfach da drauf. Ach, herrlich, Leute, herrlich. So, so macht das doch Spaß. Gut, macht die Waffenfabrik im Arsch. So, Gummipanzer. Ach, die Gummipanzer sind echt stark hier, muss ich sagen. Schaut euch das an. Ja gut, in der Masse halt, ne? Die Masse macht's hier in dem Fall. Das kostet ein bisschen mehr als im Alarmstufe Rot. Da haben die, glaube ich, 500 gekostet. Ich weiß es nicht. Da hat er eine Minikenfabrik gebaut. Na gut. Gut, liebe Leute. Dann können wir noch in die nächste Mission reinspingsen, denke ich mal. Das war's dann nämlich. Ganz genau. Ja, das war's schon. Geil. Okay, die Mission, die war wieder einfach. Cool. Ja, das wäre schön, wenn das so einfach wäre. Die Flachs, die haben nichts gebracht. Okay, gut. Effizienz 0%. Ja, gut. Dafür habe ich Führung 73. Gut, liebe Leute. Dann noch einmal die Bonusgalerie kurz anschauen. So, Nordfortschritt. Wow. Wir sind schon bei der Hälfte. Heftig. Okay, wir können uns hier 3 Länder aussuchen. Wofür sage ich ihm das hier? Aber erstmal noch die Bonusgalerie schauen. So, Bonusgalerie 2 haben wir jetzt sogar. Kanes Interesse ist geweckt. Eric Good, der in der Rolle von Seth einen Greenscreen-Sänger am Boden spielt. Sie. Okay. Integrieren Sie unsere Geschichte. Eric Good, ja. Okay. Noch mehr Greenscreen-Aufnahmen. Okay, verstehe. Cool. Gut, Leute, wir haben 3 Dinger zur Auswahl. Ich würde sagen, ich nehme Nigeria. Da können wir nämlich dann am meisten Land einnehmen. Ganz genau, Leute, muss ich sagen. Machen wir mal weiter hier mit die GDI platt. Ich fing gerade an, dir zu trauen. Aber jetzt hat Kane höchstpersönlich dich eingeteilt. Er glaubt, du schaffst diesen Job. Die GDI hat einen nuklearen Sprengkopf. Frisch eingeflogen und laut Geheimdienst noch nicht mal ausgepackt. Da du ja so brillant bist, schleichst du dich mit einem kleinen Trupp in den GDI-Stützpunkt und holst die Kiste da raus, wenn du das schaffst. Und wenn du Glück hast, wartet draußen einer meiner Hubschrauber. Oh Gott, ich weiß, welche Mission das ist. Nein, ich will nicht. Aber gut. Ein Bombardement, ja. Och nö, Leute, nicht diese Mission. Jawohl, Sir. Nö, das ist eine andere. Okay. Interessant. Das ist eine andere Mission, Leute. In Ordnung. In Ordnung. Wow! Ach du Scheiße. Seit wann hat die GDI Raketeneinheiten? Das verstehe ich nicht. Normalerweise haben die keine Raketeneinheiten. Okay. Na gut. Alter Schwede, okay. Ja, dann macht ihr mal bitte. Ach Leute, was... Könnt ihr mal abhauen? So. So, ich gehe jetzt einfach hier hin. Los. Mach die platt. Die blöden Dinger da. So. So. Mach diesen Grenadier weg. Ach du Scheiße, Leute. So, einfach drüber fahren. So. Einfach drüber fahren hier. Was ist denn daran so schwer, Mann? So. Nur von Idioten umgeben. Also wirklich. So, egal. Dann. Das war schon mal heftig. Gut, weiter erkunden einfach. So, hier unten hätte ich auch raus können, ne? Ah, egal. Gut, Leute, haben wir noch 7 Minuten. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir uns noch mal ein bisschen hier um. So, das ist eine andere Mission. Ich dachte, das wäre diese Kack-Mission. Aber die war, glaube ich, auf GDI-Seite. So, das sind nur Mimiken. Kann ich alle überfahren. So, einfach überfahren. Was ist denn daran so schwer? So. Ja, danke. Dummer Raketenwerfer. So, dann. Weiter geht's hier, ey. Das kann... Oh nein! Verdammt. Shit. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel gar nicht mehr... Puh. Das ist jetzt blöd. Jetzt kann ich zum Beispiel gar nicht mehr erkunden. Nur was hier ist. Gut, dann habe ich jetzt noch 2 Gummipanzer. Überfahre die einfach. So. Und zack. So. Okay. Hm. Ich muss ja echt an diesem Panzer vorbei, ne? Ah, Leute. Ich will nicht. Da sind auch noch 2 Stück. Warum geht ihr nicht mit? Oder sind das Flammenwerfer? Flamme der Läuterung. Wir haben Flammenwerfer, schau ich das an. Geil, wir haben Flammenwerfer-Männchen. Jawohl, Leute, sehr schön. Ruf da, los, schieß sie ab. Oh, Butz, schieß diesen blöden Panzer ab. Toll. Ja, super. Jetzt muss ich meine Gummipanzer dafür aufopfern, ey. Ja, lass den einfach daneben schießen. Boah, ey, das ist schon übel. Ja, dann macht ihn doch platt. Warum trefft ihr nicht? Was soll das? Ah, einfach überfahren hier, los. Ach du Scheiße, Leute. Das ist schon wieder so knapp bemessen hier, ey. Ich hasse sowas. Aber gut, wir haben Flammenwerfer. Schaut euch das an. Ja gut. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich nur noch eine Einheit. Jetzt habe ich nur noch eine Einheit. Können die bald mal Verstärkungen geben hier? Psst. Das ist ja wohl nicht wahr. Wie krass. Ich habe nur noch 2 Einheiten hier. Die sollen mal Verstärkungen bringen. Das kann doch nicht wahr sein. Es sei denn, hier ist jetzt eine Basis mit Sammler. Dann... Hier ist nichts, ne? Ich renne wahrscheinlich gerade voll in die Falle. Da ist eine Basis. Okay, da ist eine Basis, Leute. Da ist eine Basis. Die Frage ist jetzt halt, schaffe ich das noch? Ich speichere das mal. Zur Not kann man das ja neu starten. Mission 6. Nod. So. Gut, mal gucken jetzt. Was zur Hölle? Da ist doch eine Kiste. Ah, da ist die Kiste. Ja, toll. Okay. Aber das könnte klappen, Leute. Das könnte tatsächlich klappen. Spiel laden. Es sei denn, ich muss jetzt da noch danach noch da raus. Ne? Also dann ist scheiße. So. Einfach direkt da durchfahren. Oh Gott. Das geht, glaube ich, nicht. Shit. Wartet mal. Vielleicht muss ich das neu starten. Muss ich mal gucken. Spiel laden. Ich muss unten rum. Das probiere ich jetzt noch. Ich muss nach unten rum. So. Nein. Nicht auf die Türme schießen. So. Einfach da durch. Nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Nee. Scheiße. Gut, okay. Gut. Neu starten. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt hier. Shit. Ich brauche auf jeden Fall diese 3 Panzer. Verstehe. Ich brauche auf jeden Fall diese 3 Panzer und das Not. Gut, alles klar dann. Erstmal die Flammenwerfer vorlaufen. So, da oben. Weg damit. So. Drecksraketeneinheiten hier. Aber wofür habe ich Invasoren? Das verstehe ich nicht. Gut, egal. Ja genau, da ist der Panzer nämlich. Und weg damit. Weg mit den scheiß Einheiten da. So. Gut. Dann kommt der Panzer jetzt hier angeschissen, ja? Okay. Ja gut. Schieß auf den Buggy, das ist okay. So, dann haben wir das doch schon wieder besser gelöst hier. So. Das Mod, das kann ein bisschen erkunden. Nein. Vorsichtig, weil da stehen ja die ganzen Einheiten. So. Das kann der Flammenwerfer übernehmen. Der ist eh schon fast tot. Also von daher... Ja, toll. Oder auch nicht. Idiot. Idiotischer Flammenwerfer. Na gut. So. So. Dann hier. So, genau. Ganz genau, liebe Leute. So, dann... Gar nicht erst nach unten. So. Da ist nämlich jetzt der Panzer. Genau. So. Ja, ja. Macht ihr mal. Das ist schon okay so. Hm. Das ist schon okay so. Bleibt ihr mal bitte hin. Untersuchen. Das ist schon okay so, cool. So. Sehr schön, Leute. So, dann. Du machst den platt. Gut, Leute, dann. Einmal hier drüber. Und dann aufpassen jetzt hier. Das kann doch nicht sein. Mit dem Nod-Mod kann ich da rein. Das ist doch mal gar keine schlechte Idee. Mit dem Nod-Mod speichern. Mission 6 Nod. Mit dem Motorrad kann ich da rein. Ich lasse aber erstmal die beiden Panzer da reinfahren. So. So, Kiste. Okay. Die Kiste? Aber die Kiste habe ich doch jetzt geholt. Was zur Hölle? So, okay. Und dann? Und dann? Muss ich die Basis tatsächlich platt machen, oder was? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll ich das machen mit diesen paar Einheiten? Halten Sie Ausschau nach der Leuchtfackel, sobald Sie das Zielobjekt... Okay, da unten? Schaffe ich das denn? Ja, das geht durch die Basis, ne? Scheiße. Das geht voll durch die Basis. Versucht da durch einfach, komm. Versucht einfach durchzufahren. Oh, überfahr die? So. Schaffst du das? Nee, das wäre ja geil. Das wäre geil. Ah, geil. Er hat es geschafft. Okay. Verstärkungen sind angekommen. Oh, das hört sich gut an. Verstärkt. Oh, geil. Perfekt. Wunderbar, Leute. Mission 6 durch. Perfekt. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, extrahieren Sie den Zünder. Bonusgalerie. Okay, die gucken wir uns noch schnell an. Und natürlich unseren Fortschritt hier. Klar. So, Leute. Oh, Bots. Halbe Afrika ist uns. Perfekt, Leute. Jetzt geht's in die zweite Hälfte schon. Nach einer Woche. Das ist ja wohl nicht wahr. Okay, Leute, aber erstmal nochmal die Bonusgalerie schauen. Und hier wieder Seth, ja. Wieder diese Videos sehen. Cool. Extrahieren Sie den Zünder. Gut, Leute, aber wenn euch diese Folge... Aber ich würde sagen, wir machen mal beim nächsten Mal weiter. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde mich sehr freuen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Mission 7. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.